Auf der Jahrestagung 2019 haben wir gezeigt, wie wir uns mit den Digitalisierungsthemen beschäftigen, zum Beispiel damit, wie Digitalisierung unser Selbstverständnis verändert, unsere Würde und unsere Freiheit angreifen kann oder welchen Schaden zu frühe Nutzung digitaler Medien für Kleinkinder haben kann oder auch, wie sich Landwirtschaft und Industrie verändern und welche Folgen das für jeden von uns hat. Digitalisierung und Globalisierung sind zwei Phänomene, die weltweit so stark sind, dass kein Bereich der Gesellschaft sich dem entziehen kann. Unsere Aufgabe ist es, in Kenntnis der Vergangenheit und des Bestehenden den Weg in die Zukunft zu bringen. Inhaltlich durch Forschung, Entwicklung und in der Auseinandersetzung und im Austausch mit jungen Menschen. Für mich ist das, was wir heute unter Digitalisierung verstehen, die extreme Entwicklung dessen, was wir in der Physik die Mikroelektronik nennen würden. Was ich mir erhoffe jetzt auch, dass wir in der Sphäre so verschiedene Aspekte von übergeordneten Zielen zusammenbringen. Ich bin gespannt über einen Austausch. Ich hoffe, dass gerungen wird. Ich hoffe, dass gestritten wird. Und ich hoffe, dass wir lachen. Die Stimmung war sehr offen und neugierig, weil viele Pädagogen dabei waren und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Bildung und Medien im Unterricht auseinandersetzen. Ich habe bei der Digitalisierung das Gefühl, dass auch noch viele Fragezeichen im Raum stehen und dass wir noch sehr daran arbeiten müssen, diese genau zu definieren und dann weiterzuschauen. Da fand ich die Konferenz für mich jetzt auch sehr hilfreich. Also ich habe sehr stark mitgenommen, dass es den Wunsch gibt, auch an konkreten Verbesserungen zu arbeiten. Also zum Beispiel für den Bereich der Arbeitswelt wirklich eine gemeinsame Lösung dafür zu finden, wie man Arbeitsbedingungen auf digitalen Plattformen verbessern kann. Vieles, was heute der Digitalisierung zugeschrieben wird, glaube ich, ist eher in der Gesellschaft verankert. Insbesondere auch die Chancen zu sehen, mit einem Blick auf die Risiken und dann sozusagen am Kern darüber zu reden, welche Gesellschaft wollen wir, und dann ist es Instrumentarium, um diese Gesellschaft zu erreichen. Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDW, setzt sich seit 1959 dafür ein, dass nur solche Technik genutzt wird, die uns Menschen dient. Deshalb lehnen wir den technischen Imperativ ab, dass man alle technischen Möglichkeiten nutzen solle, was für die Digitalisierung bedeuten würde, Digitalisierung first, Bedenken second. Das halten wir für gefährlich und verantwortungslos. Deshalb arbeitet die VDW intensiv zu Digitalisierungsthemen. Auf der Jahrestagung 2019 haben wir unsere aktuellen Ergebnisse zu den Ambivalenzen des Digitalen vorgestellt und laden Sie und euch ganz herzlich dazu ein, mit uns zu denken, damit wir gemeinsam Digitalisierung verantwortlich gestalten.